Pyrocracker Fireworks. Heute ein kleiner Kategorie 1 Vulkanvergleich zwischen den Magma-Vulkan von Leslie und den Vulkanix von Panda. So, gucken wir uns die beiden Fontänen jetzt erst einmal genauer an. Das Interessante bei beiden Fontänen ist, dass sie beide in Kategorie 2 eingestuft sind, aber eigentlich Kategorie 1 sind. Ich konnte sie auch frei unterm Jahr erwerben. Ja, hier erstmal der Magma-Vulkan. Den gibt es einmal in Rot und Grün. Die Bruttomasse bei diesem Artikel beträgt 56 Gramm. Das heißt, pro Vulkan sind das ungefähr 27 Gramm. Und bei den Vulkanix hat ein Vulkan ungefähr 15 Gramm hier zu erkennen. Ja, dann werden wir diese schönen kleinen Vulkane einmal in der Nacht und einmal am Tag testen. Und am Schluss kann ich euch dann halt sagen, welcher Vulkan der bessere war. Viel Spaß beim Testen. Das ist der Magma-Vulkan von Leslie am Tag, in Grün. Der Vulkanix von Panda. Ja, da hat man die Goldfunken jetzt nicht gesehen, aber wir testen die ja noch mal in der Nacht. Genau wie am Tag die Kategorie 1 sehr überzeugend. Und jetzt noch der Vulkanix. Am Tag konnte der ja nicht so überzeugen, aber jetzt sehr geiles Bild. Wunderschön.